Vers 22. Yad tu Krishna vad ekasmin karye saktam ahaitukam atatvarta vad alpam cha tattamasam udaritam. Yad, das was, tu aber, Krishna vad, als ein und alles, ekasmin, an einen, karye, Tätigkeit, saktam, angehaftet, ahaitukam, ohne Ursache, atatva artavat, ohne Wissen über die Realität, alpam, sehr dürftig, cha und tat dieses, tamasam, in der Erscheinungsweise der Dunkelheit, udharitam, gilt als. Und das Wissen, durch das man ohne Wissen von der Wahrheit an einer bestimmten Art von Tätigkeit haftet und denkt, sie sei das Ein und Alles, dieses Wissen, das nur sehr dürftig ist, gilt als Wissen in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. Erläuterung: Das Wissen des gewöhnlichen Menschen befindet sich immer in der Erscheinungsweise der Dunkelheit oder Unwissenheit. Denn jedes Lebewesen im bedingten Leben wird in der Erscheinungsweise der Unwissenheit geboren. Wer nicht mit Hilfe der Autoritäten oder der Anweisungen der Schriften Wissen entwickelt, verfügt nur über Wissen, das sich auf den Körper beschränkt. Er kümmert sich nicht darum, ob er gemäß den Anweisungen der Schriften handelt oder nicht. Gott ist für ihn Geld, und Wissen bedeutet für ihn die beste Befriedigung der Verlangen des Körpers. Solches Wissen hat keine Verbindung mit der absoluten Wahrheit. Es ist mehr oder weniger wie das Wissen der gewöhnlichen Tiere. Das Wissen über Essen, Schlafen, Verteidigung und Fortpflanzung. Solches Wissen wird hier als Produkt der Erscheinungsweise der Dunkelheit bezeichnet. Mit anderen Worten, Wissen, das die spirituelle Seele betrifft, die sich jenseits des Körpers befindet, wird Wissen in der Erscheinungsweise der Tugend genannt. Wissen, das mit Hilfe weltlicher Logik und mentaler Spekulation viele Theorien und Doktrinen hervorbringt, ist ein Produkt der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und Wissen, das sich nur mit der Bequemlichkeit des Körpers befasst, befindet sich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Da befinden wir uns gerade, ne?